Habt ihr euch auch schon mal gewünscht, die Größe eines Wandbildes ganz nach euren persönlichen Vorlieben zu gestalten? Dann habe ich heute genau den richtigen Tipp für euch. Was viele nämlich nicht wissen, in unserer Pixum Fotowelt Software habt ihr die Möglichkeit, bei der Bestellung eures Wandbildes nicht nur ein vordefiniertes Format zu wählen, sondern alternativ auch eine zentimetergenaue Wunschgröße festzulegen. Aber bevor ich euch diese Funktion genauer vorstelle, abonniert noch schnell unseren Kanal und vor allem aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich zukünftig keine Videos mehr von uns. Und jetzt viel Spaß! Für dieses Video habe ich die Pixum Fotowelt Software bereits schon mal für euch geöffnet und wir gehen jetzt gemeinsam in den Wandbildbereich der Software. Bevor wir jetzt mit der Gestaltung beginnen, braucht ihr aber noch eine wichtige Vorabinformation. Ihr könnt nämlich nicht alle Wandbildmaterialien, die ihr hier seht, in einer Wunschgröße gestalten, sondern nur Materialien, die im sogenannten Direktdruckverfahren produziert werden. Ganz konkret heißt das, ein Wandbild in Wunschgröße könnt ihr gestalten, wenn ihr das Foto hinter Acrylglas, Foto auf Alu-Dibond, das Foto auf Forex, das Gallery Print oder das Foto auf Holz gestalten möchtet. Bei allen verbleibenden Materialien könnt ihr wie gewohnt auf die Formate zurückgreifen, die wir euch in der Software anbieten. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen mal direkt mit der Gestaltung an. Ich möchte heute mit euch zusammen ein Foto auf Alu-Dibond gestalten. Und da wir später noch unser Wunschformat definieren werden, ist es auch an dieser Stelle ganz egal, was für ein Format wir zunächst auswählen. Wir nehmen mal ein quadratisches Format, 20 x 20 cm und über Jetzt gestalten kommt ihr in den Arbeitsbereich der Software. Und jetzt können wir im nächsten Schritt auch schon unser Wunschformat definieren. Dazu klickt ihr hier unten rechts auf Produktdetails ändern. Dann seht ihr erstmal, was wir gerade zusammen aktuell ausgewählt haben. Und durch Klick auf Wunschformat kommt ihr in den Bereich, in dem ihr dann euer tatsächliches Wunschformat definieren könnt. Hier oben gibt es einmal ein Dropdown-Menü. Hier könnt ihr nochmal ein anderes Material auswählen. Und hier seht ihr auch direkt auf den ersten Blick, welche Materialien euch im Direktdruck zur Verfügung stehen und damit auch im Wunschformat produziert werden können. So, und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten, eure Wunschgröße anzugeben. Ihr könnt beispielsweise über diesen Beispielrahmen euer Format so ziehen und bewegen, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr Seitenverhältnis beibehalten aktiviert, dann werden entsprechend die Seitenverhältnisse beibehalten. Oder ihr wisst schon ganz genau, wie groß euer Bild werden soll, dann könnt ihr die Maße über die Tastatur eingeben oder auch hier über diese Pfeile anpassen. So, und wenn ihr dann zufrieden seid mit euren definierten Maßen, dann müsst ihr nur noch OK klicken und dann kommt ihr zurück in den Arbeitsbereich und ihr könnt auch hier schon sehen, euer Wunschformat wurde entsprechend übernommen. Zum Schluss fehlt dann nur noch euer Lieblingsfoto. Und dann könnt ihr euer Wandbild im Wunschformat auch schon in den Warenkorb legen und bestellen. Wenn ihr also das nächste Mal bei Pixum ein Wandbild bestellen möchtet, dann habt dabei immer im Hinterkopf, dass ihr die Maße eures Wandbildes mit nur wenigen Klicks ganz einfach individualisieren könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder einen Kommentar. Und falls ihr unseren Kanal am Anfang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich jetzt noch nachholen. Ich sage für heute Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.